So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir packen heute ein neues Spiel aus und das erste, was ich euch davon zeige, ist ein Würfel, Holz, ein bisschen größer als ein Standardwürfel und ihr seht es schon, das ist nicht normale Augenzahl, die da abgebildet sind, sondern das sind die Binärzahlen, der Binärcode in diesem Falle hier für die 110, das ist eine 6, binär die 6 und das ist ein Binärwürfel, Holz, ziemlich groß. Und das Spiel dazu nennt sich IT Startup, The Card Game. Ein Kartenspiel aus Polen von Mateusz Kupilas und das Art Design, das Game Design ist von Paweł Blonski. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin dem Polnischen nicht zugetan, ich weiß es nicht. Ja, ein Kickstarter aus 2020, heute frisch bei mir eingetroffen. Wir machen ein kurzes Unboxing. Dazu gehört noch eine Expansion, die erste offizielle Erweiterung, Corrupted Data, ein kleiner Aufkleber, IT Startup, sieht ganz witzig aus. Mal schauen, wo der hinkommt. Ich habe leider keinen Laptop, auf dessen Rückseite es dann könnte. Und ein Gruß vom Game Designer, ein Autogramm, thank you for supporting our Kickstarter Campaign. Und das war's. Es geht bei diesem Spiel um ein IT-Startup-Unternehmen, eine Softwareentwicklungsschmiede, die man da als deren Chef man versuchen muss, die Ressourcen richtig einzusetzen, die Entwickler dauerhaft motiviert zu halten, vor dem Burnout zu schützen. Wir gucken mal, was drin ist. Ach, komm schon. Ich halte euch mal als Vergleich. Wo habe ich's? Das ist die Schachtel von Black Sonata. Im Vergleich dazu seht ihr hier, ist IT Startup tatsächlich etwas kleiner, auch etwas niedriger und tatsächlich deutlich schmaler. Also, nicht das allergrößte Spiel, aber es sollte auch nicht viel drin sein. Es sind 64 Karten, einige Ressourcentoken. Die Regel, das sind die Ressourcentoken. Das müssten 2, 3 mal 4 sind 12, 14, 16 mal 2 sind 32 Stück, genau. Oh, einige Beutel, davon habe ich jetzt inzwischen doch genug durch die letzten Spiele. Dann haben wir hier rote Holzwürfel, auch einige. Mal schauen. Das ist der eigentliche Würfel beim Spiel, der ist auch interessant gemacht. Der ist tatsächlich aus Kunststoff und da sind Löcher drin in den jeweiligen Ziffern. Auch interessant, die Augen sind Löcher, da drin scheint ein anderer kleiner Würfel zu sein, sehr spannend. Also zwei schicke Würfel, die wir da haben und hier die eigentlichen Karten. Auf der Rückseite seht ihr es, die Holzwürfel, die Ressourcentoken, den eigentlichen Spielwürfel und die Karten. Gucken wir mal rein. Da ist ein Aufreißband, eine Banderole. Na, das ist natürlich immer so, an der Sollriststelle reißt es gerade nicht. Stapel. Also wir haben hier, gehen wir es mal ganz kurz durch, sowas wie ein Employee, ein Entwickler, Code Monkey Mike, den haben wir zweimal, dann haben wir Ambitious Apprentice, auch ein Mitarbeiter, ein CTO, ein Copy-Paste Developer, jemanden, der in der IT arbeitet, dem werden diese Begriffe vielleicht etwas sagen, Downer Dave, den Database Developer, den Datenbankentwickler. Oben rechts sind Punkte angegeben, in der Mitte sind Punkte. Hier ist der eigentliche Effekt der Karte. Und noch ein kleines Sprüchlein dahinter. Der BI Developer sagt dann zum Beispiel, let's go to the Foobar. Und auch da in der IT sind solche Begriffe gang und gäbe. Den Fullstack Ninja haben wir hier. Den QA Wizard, den Senior Backend Developer. Intern, den Shy Frontend, den Office Manager, den Rockstar Recruiter. Ha. Wir werden sehen, das sind 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 32 Stück. Und wenn nämlich nicht alles täuscht, sind das hier dann nochmal 32. Und in der Erweiterung sind nochmal 32 Karten, so dass es dann insgesamt, da waren wir noch nicht bei, wo haben wir es? Die Angaben, es soll sein
für 1 bis 4 Spieler, da steht's, genau. Da haben wir es, 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren, etwa zwischen 10 und 60 Minuten. Ich bin gespannt, habe noch nichts davon gespielt. Und hier haben wir den zweiten Stapel Karten, den Undercover HR Agent, den Scrum Master, einen Clean Coder oder den Clean Code als Effekt, Dependency Injection. Also das ist ein Spiel durchaus für IT-affine Menschen. Headhunter, die Action Card, Get Away From It All, also auch mit ein bisschen Humor gewürzt. Die Zeichnungen sind ganz nett, ich weiß gar nicht, ob die hier so rüberkommen. Hier ist der Monster-Bug, gegen den dann zu kämpfen ist. Als Monster dargestellt mit einem Kämpfer, mit einem Ritter. Und hier sind die Regeln, wir werfen kurz einen Blick rein, alles auf Englisch. Jo. Und zum Gewinnen muss man einfach nur 64 oder 32 oder 128 Punkte haben. Man setzt sich also ein Punktelimit, was erreicht werden muss. Die Regeln werde ich mir dann erst nochmal in Ruhe aneignen, bevor wir dann ein erstes Let's Play machen. Ich hoffe, dass ich euch dann eine kleine und trotzdem möglichst gute Regeleinführung geben kann mit einem ersten Let's Play. Wir schauen nochmal kurz in die Erweiterung. Die nennt sich dann Corrupted Data. Also verfälschte Daten. Da sind noch 2 Spezialkarten drin. Die waren Teil des Kickstarter-Pakets, der sogenannte, die Actionkarte Backend Developers Do Frontend. Wer in der IT programmiert, der weiß, was das bedeuten kann. Sage ich jetzt auch mal nichts zu. Abgesehen davon, dass ich in der IT beschäftigt bin und von daher diese Zusammenhänge auch kenne. Security Engineer haben wir hier, alles was so in der Firma dazugehört, ein DevOps Engineer, ein Junior Frontend Developer, dann ein Burnt-Out Pair-Programmer, also ein ausgebrannter Pair-Programmierer. Dann haben wir diverse Eigenschaften oder Dinge, Gegenstände, Aktionen, was auch immer. Ich gucke es mir an. Ich werde euch davon berichten in einem ersten Let's Play in den nächsten Tagen irgendwann. Ich bin parallel immer noch, das wisst ihr, an Kanban EV dran. Da komme ich im Moment nicht weiter, auch aus Zeitgründen. Ich wollte es euch jetzt nur mal schnell zeigen, was hier so alles Sache ist, wie das Paket aussieht. IT Startup, The Card Game, Turn Coffee into Code, genau, aus Kaffee Code machen und Watch Out for Burnout, nach dem Burnout aufpassen, achten. Und ja, das werden wir uns in Ruhe anschauen. Es macht erstmal einen relativ wertigen Eindruck. Die Karten haben nicht ganz das Leinenfinish wie zum Beispiel von Marquis oder von Black Sonata von Sideroom Games. Das ist hier nicht der Fall. Die Karten sind hier sehr glatt und homogen. Fühlt sich aber trotzdem gut an. Das wird ein nettes kleines Spielchen, denke ich. Ich hoffe, das wird auch nicht allzu kompliziert. Ich melde mich davon mit einem Let's Play wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, habt Spaß dabei. Danke fürs Zuschauen. Euer Spartakus.